und herzlich willkommen zu Freddy Krüger 91527's Weihnachtszeit 2012, Folge 4. Yeah. Ich habe echt voll meine ganze Wohnung durchwühlt, aber leider habe ich die dämlichen Weihnachtslieder nicht gefunden. Weiß der Geier, wo die hin sind. Wahrscheinlich wurden sie von den Heinzelmännchen geklaut. Tja, habt ihr echt Schwein gehabt. Ich hätte euch sonst gnadenlos die Ohren vollgegrölt jetzt. Aber so bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach nur meinen Weihnachtskalender aufzumachen und euch damit zu nerven, was da drin ist. Diesmal die Lampe etwas anders angemacht, sodass man unter Umständen ein bisschen mehr sehen kann. Wenn auch nur ein bisschen. So, Folge 4, das ist dieser Pfosten hier. Das Stuhl- bzw. Tischbein. Obwohl, wäre auch ein Stück von den Füßen von diesem Mädchen hier entfernt. Dass das überhaupt ein Mädchen ist, ja, das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Ist aber auch, glaube ich, irgendwie scheißegal. Das Socken will ich auch mal haben. Ich kann mal damit die Tastatur bedienen. Ich habe beide Hände frei. Zwei vier gleichzeitig kriegen. Ey, so. Weihnachtskalender, der sich aktiviert sich. Gehst du nicht auf? Sau. Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, achso, andere Seite. Ich muss den Arsch von diesem Mädchen aufmachen. Irgendwie ist dieser Milka-Weihnachtskalender ziemlich arschfixiert. Nein! Die Schokolade ist hinter mein Sofa gefallen. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als das gesamte Sofa umzuräumen. Ne? Obwohl, da fällt mir noch was ein. Was ist das? Bevor ich das tue, sollte ich allerdings vielleicht noch erwähnen, was sich da drin befindet. Das darf doch nicht wahr sein, man kann es immer noch nicht erkennen, obwohl ich das Licht angeschaltet habe. Tja, es ist eine Maus. Nein, es sind sogar zwei Mäuse, die sich um zwei dampfende Knödel versammeln. Vielleicht sollen das Bratäpfel sein oder so. Dringend neue Batterien für diese Kamera besorgen. So. Tja, dann werde ich mal das Sofa nach vorne holen. Los, kommt her, Sofa. So, das Sofa ist vorne. Verdammt, die Schokolade hat sich unter das Sofa verkrümelt. Boah, Sofa wieder zurück. Kommst du mal hin? Böse Schokolade. Ich sollte mir ein Sofa besorgen mit wilden Beinen. Ha! Ja. Da-da-da! Eine Trompete! Ich glaube, das nennt man Trompete, oder? Ja, doch, das ist eine Trompete. Das Ding zum Rausziehen ist ja eine Posaune. Die Trompeten von Jericho. Müd! Schade, dass ich diesen verdammten Block nicht gefunden habe. Da sind nämlich nicht nur die Texte, sondern auch die Noten drauf. Da hätte ich euch jetzt ein schönes Lied vortröten können. Ja. Ich kann natürlich nicht Trompete spielen. Aber ich kann ja auch nicht singen. Insofern, das hätte super zueinander gepasst. Müd, müd, tröte, müd. Wusste ich doch. Es hätte sich nicht gelohnt, die Schokolade von gestern aufzuheben. Hier ist wieder dieses Zeug drin. Erinnert mich irgendwie an, wie heißen die Dinger, Kinderriegel oder so ähnlich. Dabei sind die, glaube ich, gar nicht von Milka. Obwohl, heutzutage ist das ja alles dasselbe. Es gehört, glaube ich, alles der Nestle AG oder sowas. Das ist wie mit dem Internet. Man kann auf kaum noch eine Seite gehen, ohne dass die Seite nicht Google gehört. Versuchen voll die Weltherrschaft an sich zu reißen, die Schweine. Ja, es schmeckt wirklich wie diese Kinderriegelteile. Ja, macht auch so einen trockenen Mund. Ah.
fällt wirklich kein Ort mehr ein, an dem ich noch suchen könnte. Irgendwie. Außer vielleicht in meinem Keller. Jetzt bezweifle ich, dass diese dämlichen Weihnachtslieder sich ausgerechnet im Keller befinden. Warum sollte ich das auch tun, die Dinger dort runterbringen? Ich meine, es gibt zwar Leute, die ihren Weihnachtsschmuck dort einmotten, aber ihr habt ja letztes Jahr gesehen, was ich mit meinem Weihnachtsschmuck mache. Beziehungsweise vorletztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich überhaupt gar keinen Weihnachtsschmuck. Aber vorletztes Jahr hatte ich bloß den Weihnachtsbaum und den habe ich natürlich am 25. verbrannt. Apropos Weihnachtsbaum, vielleicht sollte ich mir mal einen besorgen. Ich fahre durch jede Menge Gestrüpp und Wald und sowas momentan auf dem Weg zur Arbeit. Könnte ich mir von dort auch mal einen besorgen? So einen Ast. Oder einen Strauch. Die haben da eine Menge Unkraut stehen. Mal gucken, was ich mitbringe. Irgendwas wird sich da schon finden. Ja, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war sehr spannend und so weiter und hat Spaß gemacht. Ich meine, diesmal war ja eine schöne Suchaktion mit dabei. Und eine große Überraschung. Man konnte fast was sehen, glaube ich, auf der Kamera, aber auch nur fast. Und es gibt auch immer noch ein weiteres Ratespiel. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das sich dabei nun um Knödel oder um Bratäpfel gehandelt hat. Aber ist ja egal, wenn die Mäuse damit fertig waren, dann bleibt eh nichts weiter übrig, außer ein Teller voller Krümel und ein paar Köteln drauf. Tja. Vielleicht sollte ich mal auf so einen Weihnachtsmarkt fahren. Ich habe irgendwie voll Bock, mal wieder Grünkohl zu fressen. Dann machen die eigentlich immer zu, so 17 Uhr, wa? Dann hätte ich jetzt bloß noch eine Stunde Zeit. Nein, das lohnt sich nicht. Das sollte ich vielleicht morgen nach der Arbeit machen. Oder übermorgen vielleicht. Das ist nämlich Donnerstag. Am Freitag macht sich das nicht so gut irgendwie. Da ist nämlich Weihnachtsfeier bei uns auf Arbeit. Da wird dann gesoffen, bis der Arzt kommt. Keine Ahnung, wie spät es dann sein wird, wenn ich mein Video mache. Falls ich mein Video an dem Tag überhaupt noch gemacht kriege. Obwohl, es ist eigentlich nie zu spät für Schokolade. Und ich schätze mal, dass da auch irgendwann die Lichter ausgehen werden. Meine Nase juckt.